Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Dienstag eine Modenschau des Luxuslabels Louis Vuitton in Paris gestürmt. Die Aktivistinnen waren auf den Laufsteg geklettert und hielten Banner mit der Aufschrift „Überkonsum ist gleich Aussterben“ in die Höhe. Lange hielt ihre Aktion aber nicht an, die Protestierenden wurden schnell von Wachleuten verscheucht. Laut einer gemeinsamen Erklärung von Extinction Rebellion und anderen Klimaschutzgruppen waren 30 Menschen an der Protestaktion beteiligt. Zwei von ihnen wurden demnach festgenommen. Louis Vuitton hat sich bisher nicht zu dem Fall geäußert. Die Kritik der Aktivisten wandte sich aber nicht nur direkt an die Modebranche, sondern auch an die Politik. Die französische Regierung solle das Produktionsniveau in der Textilbranche gesetzlich deckeln, fordert Extinction Rebellion.